bisschen traurig, wenn ich schon den ganzen Tag nicht. Wenn ich die getönten Scheiben meines getönten Autos leise und vollständig hochgebracht, vom Parkplatz auf dem Weg zur Praxis, passiert es auch mir als Arzt, dass ich meine Augen ausschließlich auf dem Boden, wenn ich meinen Blick besteht in einem zwar geringen, aber doch bestehenden Prozentsatz die Angst, in mein eigenes Gesicht blicken zu müssen. Mein Zimmer, und in meinem Zimmer kann mich immer noch aufhängen, was ich will. Das ist unsere Gemeinschaftspraxis und du hängst hier nicht irgendwelche Körperteile. Das ist Kunst! Das sind die Hände deines Vaters. Wie immer du in den Besitz dieser gekommen sein magst, ich will es nicht wissen. Ich will, dass diese Hände hier verschwinden. Bist das du? Bist das du? Bist du schwanger? Ich? Ich bewundere diese Frauen. Diese Frauen sind Männer würden eine Geburt nicht überleben. Nur als geboren werden da. Ich muss dir mal erzählen, wie sehr ich mich damals, als noch diese Störche mit ihren kleinen Körbchen durchs Land flogen, das weißt du gar nicht mehr, wie das aussah, wie sehr sehnte ich mich damals nach einem Kind. Was macht ihr da? Macht die Tür zu! Bin ich doch nur diejenige, die diese Dokumente ausdruckt. Da müssten Sie schon Herrn Dr. Flause direkt. Oh, ich sehe gerade, Dr. Flause ist außer Haus. Denkst du, du bist Gott oder was? Ich bin nur eingesprungen, als wir damals. Frag deine Mutter. Du bist nicht Gott. Du bist ein Arsch. Pass auf, was du sagst. Das nächste Mal manipuliere ich deine Gene. So kann's nicht weitergehen. Ich will mal zu dir rübergehen. Ich bin traurig und irgendwie ich werde mich auflösen in einzelne Stoffe, aus denen ich zusammengesetzt bin. Und dann irgendeine Gestalt, in der mich niemand mehr erkennt, in der ich unauffällig über die Straße zu meinem Auto, mit dem ich so schnell ich kann, durch die sich in Teilchen und Teilchen und Teilchen auflösende Welt.